Squad! Here is America's only heavyweight world champion. Ladies and gentlemen, please welcome the hard-hitting, reigning and defending, undefeated WBC heavyweight champion of the world, introducing the bronze bomber, Deontay Wilder! Kämpfe, 41 Siege, ein umstrittenes Unentschieden. Mit einer unglaublichen Knockout-Rate von 98%, der furchteinflößendste Schwergewichtsboxer seit Mike Tyson. Selbstbewusst, wild und gesegnet mit einer rechten Hand wie ein Vorschlaghammer, die Jagd nach jedem seiner Gegner im Schwergewicht macht. Ein Mann, der allen Widerständen trotzdem das Leben in den Weg stellt. Doch Weltmeister im Schwergewicht zu werden, stand für Deontay Wilder lange Zeit nicht im Raum. Seine Geschichte begann am 22. Oktober 1985. Geboren und aufgewachsen in Tuscaloosa, Alabama, im Südosten der Vereinigten Staaten von Amerika, war in seiner gesamten Jugend das Ziel, als Footballer oder Basketballspieler für die Alabama Crimson Tide, der Heimmannschaft der Universität, anzutreten. Mit seiner Größe und athletischen Veranlagung standen ihm alle Türen offen. Keiner zweifelte daran, dass er der nächste große Athlet der Universität sein würde. Aber wie so oft im Leben, verläuft nicht alles nach Plan. Tochter Nyah Wilder wird am 20. März 2005 geboren. Diagnose: Spina Bifida, eine sehr seltene Fehlbildung der Wirbelsäule. Die Ärzte bezweifeln, dass sie jemals in der Lage sein wird zu laufen. Über Nacht gingen alle jugendlichen Football- und Basketballträume in Flammen auf und er sah sich gezwungen, die verantwortungsvolle Rolle des Familienvaters einzunehmen. You know, the IHOP when I first had it. Then I went from there to Red Lobster and I also was at Budweiser, which I was driving the truck. Um die Kosten der zahlreichen Operationen seiner Tochter tragen zu können, brach er die Schule ab und machte sich auf die Suche nach Arbeit. In den darauffolgenden Monaten hatte Wilder viele Jobs, unter anderem arbeitete er als Bedienung und als LKW-Fahrer für Budweiser. Doch wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich immer eine andere. Hallelujah! I swear, I kid, when I walked up in there, it was just the speed bag and the heavy bag being hit and the conversations and then the guys sparring. And my eyes is everywhere. I'm like, this is it. I never been in a place like this before, ever. 2005, im späten Alter von 20 Jahren, betrat Wilder das erste Mal in seinem Leben ein Boxgym und wurde sofort in den Bann dieser neuen, aufregenden Welt gezogen. Er hatte endlich etwas gefunden, wo er seine athletischen Talente nutzen konnte, um zusätzliches Geld für seine Tochter zu verdienen. Football und Basketball zu spielen war unmöglich, da er dafür auf die Schule gehen musste. Doch Boxen, dazu benötigte man keinen Abschluss, kein Stipendium. Nur einen eisernen Willen und die Bereitschaft zu lernen. Schnell wurde klar, dass Wilder etwas Besonderes ist. Durch seine rohe Kraft in Kombination mit seiner Tochter Nyah als unermüdliche Motivationsquelle schaffte er es innerhalb von nur 2 Jahren, die National Golden Gloves und die US-Meisterschaften der Amateure im Schwergewicht zu gewinnen. Dadurch sicherte er sich das Ticket zur Auswahl für die Olympischen Spiele 2008 und später durch 3 hart erkämpfte Siege auch den Einzug in das olympische Team. Nach 2 Siegen traf er dann im Halbfinale der Olympischen Spiele in Beijing auf das italienische Schwergewichtstalent Clemente Russo und unterlag ihm dort klar nach Punkten. Trotz seiner extrem geringen Erfahrung sicherte sich Wilder Bronze und verließ Beijing als einziger Athlet im amerikanischen Boxteam mit einer Medaille. Zu Hause in Alabama angekommen, war der Spitzname Bronze Bomber als Anlehnung an die Bronzemedaille und den ehemaligen Schwergewichtsweltmeister Joe the Brown Bomber Lewis geboren und Wilder entschloss sich, seine kurze, aber erfolgreiche Amateurkarriere an den Nagel zu hängen, um endlich Profiboxer zu werden. Doch nicht, bevor er seiner Tochter das Versprechen gab,
Weltmeister zu werden. Wenige Monate später, am 15. November 2008, folgte das Debüt als Profiboxer in Nashville, Tennessee gegen Ethan Cox, den er bereits in der zweiten Runde ausknocken konnte. In den darauf folgenden 4 Jahren fegte Wilder wie ein Tornado durch die Schwergewichtsszene und riss auf seinem Weg 24 weitere Gegner in 24 spektakulären Knockouts von den Füßen. Mit einer Kampfstatistik von 25-0 mit 25 Knockouts hatte Wilder am 15. Dezember 2012 zum ersten Mal als Profi die Gelegenheit, einen Titel zu gewinnen. Sein Gegner, der bis dahin ebenfalls ungeschlagene Calvin Price, stand zwischen ihm und dem WBC Continental Schwergewichtstitel. In den ersten 2 Runden lieferte Calvin Price, der unter Roy Jones Sr. trainierte, einen sehr guten Kampf, hielt Wilder mit kurzen Serien von Jabs und rechten Geraden zum Körper auf Distanz und dann passierte das. Der Vorschlaghammer fand ein weiteres Ziel und Wilder sicherte sich seinen ersten Titel als Profiboxer und damit war die Herausforderung des Weltmeisters zum Greifen nah. 6 weitere Siege, eine Serie von 32 Siegen und 32 Knockouts und Wilder war bereit, gegen den Haitianer und amtierenden WBC-Weltmeister im Schwergewicht Bermain Stiburn anzutreten. Stiburn, bekannt für seine harten Hände und Nehmerqualitäten, war laut Kritikern der Mann, der den Siegeszug von Wilder stoppen würde. Und in der Tat sollte das der Kampf werden, in dem Wilder zum ersten Mal über sich selbst hinauswachsen musste. Wilder, der bislang noch nie über 4 Runden geboxt hatte, konnte Stiburn trotz zahlreicher harter Treffer nicht frühzeitig aus dem Ring befördern. In dieser Schlacht über der vollen Distanz von 12 Runden musste er unter Beweis stellen, dass er genug Ausdauer und die boxerischen Qualitäten hatte, um einen Gegner wie Stiburn zu besiegen. Die Folge daraus, ein unerbittlicher Kampf zweier Athleten, die nicht nachgeben wollten. Doch in Wilder brannte das Versprechen an seine Tochter Naeha, Weltmeister zu werden, und trotz der Fraktur in seiner rechten Hand, die er sich in Runde 4 zuzog, ließ er seine Fäuste erbarmungslos auf Stiburn einregnen und ging als einstimmiger Sieger aus dem Kampf hervor. In dieser Nacht schaffte er es, das Versprechen an seine Tochter wahrzumachen und wurde der WBC-Weltmeister im Schwergewicht. Ein Titel, der zuvor im Besitz von Legenden wie Muhammad Ali, Mike Tyson und Evander Holyfield war. Doch die Zweifler waren immer noch nicht zufrieden. Im Gegenteil, die Kritik wurde noch größer, denn Wilder hatte es nicht geschafft, seinen ersten, wirklich ernstzunehmenden Gegner auszunocken und goss damit Benzin ins Feuer der Kritik. 5 weitere Gegner versuchten ihr Glück darin, den frisch gekrönten Weltmeister zu stürzen und 5 davon fanden ihr Ende vorzeitig im Ring. Darunter der polnische Arthur Szpilka, den Wilder auf eine derart brutale Art und Weise K.O. schlug, dass die Boxwelt ihren Atem anhielt und ums Leben des regungslosen Boxers bangte. Nach einer überraschenden Drogenkontroverse um den planmäßigen Gegner Luis Ortiz wurde der Kampf abgesagt und 2 Jahre nach ihrem ersten Aufeinandertreffen stand Wilder am 4. November 2017 im Barclays Center New York, einem ihm bereits bekannten Gesicht und dem einzigen Mann, den er in seiner Profilaufbahn nicht ausgenockt hatte, erneut im Ring gegenüber. Bermain Stiburn war zurück und voller Absicht, diese Chance zu nutzen, um seinen Titel zurückzuerobern. Nach ihrem ersten Kampf waren alle gespannt darauf, was im Rückkampf passieren würde und Wilder hatte erneut nicht nur mit seinem Gegner, sondern auch mit zahlreichen Kritikern zu kämpfen. Von Beginn der ersten Runde an war es sein Ziel, den Fehler ihrer ersten Begegnung auszubügeln und Stiburn K.O. zu schlagen. Unerlässlich feuerte er harte Schlagkombinationen ins Ziel und Stiburn schien diesmal nicht in der Lage zu sein, diese Treffer einstecken zu können. Nach 3 Knockdowns in der ersten Runde wurde der Kampf vom Ringrichter abgebrochen und Wilder war wieder einmal der Mann, der jeden seiner Gegner im Ring ausgenockt hatte. Ein klares Statement an alle, die an seinen Fähigkeiten zweifelten und insbesondere an seine 2 größten Rivalen aus England. Es war an der Zeit, die Mission zu erfüllen, die seit Lennox Lewis kein Schwergewicht im Boxen vollbracht hatte und alle Titel zu vereinigen. Die Fans wollten es, Wilder wollte es, Boxen wollte es. Doch diese Aufgabe erwies sich als schwieriger als zunächst gedacht. Nach langem Hin und Her konnte weder ein Kampf gegen Anthony Joshua noch Tyson Fury arrangiert werden. Also was blieb Wilder noch übrig? Wen gab es noch zu schlagen? Nur ein Name stand noch im Raum. Luis King Kong Ortiz war nach seiner Sperre wieder zurück und der rechtmäßige Herausforderer. Der in 28 Profikämpfen ungeschlagene Kubaner war bislang der gefährlichste Gegner von Wilder.
Mit einem Amateurhintergrund von über 350 Kämpfen hatte Ortiz nicht nur die nötige Erfahrung im Ring, sondern auch die Schlagkraft, um jedem, der sich ihm in den Weg stellte, Probleme zu bereiten. Wie würde Wilder mit einem Gegner dieses Kalibers umgehen? Am 3. März 2018 waren die Augen der Boxwelt mal wieder Richtung Barclays Center in New York gerichtet. Niemand wollte dieses Spektakel verpassen und in der Tat sollte es genau das werden. Beide Kämpfer, sich der Schlagkraft des anderen bewusst, wollten kein zu großes Risiko eingehen und tasteten sich in den ersten vier Runden des Kampfes auf der Suche nach einer Lücke langsam ab, doch die Action sollte nicht viel länger auf sich warten lassen. Am Ende der fünften Runde fand Wilder endlich die Öffnung und schoss seine rechte gerade direkt durch die Mitte ins Ziel. Ortiz, sichtlich angeschlagen, wurde angezählt, aber konnte noch rechtzeitig zum Schluss der Runde auf die Beine kommen. Zu Wilders Überraschung kam Ortiz völlig erholt in die sechste Runde und bewies, warum er einer der meistgefürchtetsten Boxer im Schwergewicht war. Trotz der harten Treffer, die er einstecken musste, wich er keinen Schritt zurück und immer mehr seiner Schläge fanden ihr Ziel, bis es in Runde 7 plötzlich Wilder war, der nach einem Treffer mit allen Mitteln versuchte, nicht zu Boden zu gehen. In den darauffolgenden drei Runden hielt jeder der Zuschauer seinen Atem an, denn es konnte jeden Augenblick für beide Boxer vorbei sein. In Runde 10 wurde Wilders einzigartige Schlagkraft wieder unter Beweis gestellt, als Ortiz im Rückwärtsgang mit einer rechten Geraden traf. Verbissen auf den Knockout ließ Wilder nicht von seinem Gegner ab und nach drei Knockdowns wurde der Kampf zu guter Letzt abgebrochen. Wilder hatte der ganzen Welt bewiesen, dass er zu Recht Weltmeister war und keiner durfte nach diesem Kampf noch an ihm zweifeln. Doch einer tat es. Ein Mann verkündete lauthals die Nachricht, dass er Deontay Wilder K.O. schlagen würde. I'll fight Deontay Wilder in America. I'll go over to America and I'll fight him and knock him back out. Endlich war einer seiner Rivalen aus England bereit, gegen ihn zu kämpfen, und es war kein geringerer als der Gypsy King Tyson Fury. Der 2,6 Meter Mann, der nach seinem Sieg 2015 über Wladimir Klitschko von der Bildfläche verschwand, war wieder in Form und wollte der ganzen Welt beweisen, dass er die wahre Nummer 1 im Schwergewicht war. Das war es, worauf die Fans schon seit Jahren gewartet hatten. Fury war trotz seiner Größe und seines Gewichts ein extrem technischer und beweglicher Boxer und das waren in den Augen vieler Boxexperten genau die Qualitäten, die ihm zum Sieg über Wilder verhelfen würden. Bereits im Aufbau zum Kampf wurde klar, dass zwischen den beiden Boxern böses Blut herrschte und es kam beinahe dazu, dass dieser auf die Pressekonferenz vorverlegt wurde. Vor dem Kampf betonte Wilder noch, dass Fury 12 Runden lang Glück haben müsse, um zu gewinnen, währenddessen er nur einen Moment bräuchte, um ihn auszunocken. Am 1. Dezember 2018 standen sich beide Boxer dann endlich offiziell im Ring gegenüber und es war an der Zeit, all die Worte in Taten umzusetzen. Im Kampf machte sich Fury von Beginn an seine überlegene Technik und Beinarbeit zunutze, um Wilder und seine Schlaghand auf Distanz zu halten, während Wilder geduldig Ausschau nach einer Lücke für seine rechte Hand hielt. In Runde 9 kam dann endlich der Moment, auf den Wilder gewartet hatte. Nach einer Provokation und Unachtsamkeit von Fury gelang es ihm, eine rechte Hand ins Ziel zu bringen und ihn dadurch zu Boden zu schicken. Fury, der zuvor durch sein Comeback aus der Depression bewiesen hatte, dass er ein Stehaufmännchen war, schaffte es auch diesmal wieder auf die Beine zu kommen und weiterzukämpfen. Auf den Punktezetteln vieler Experten war er trotz des Knockdowns immer noch in Führung und musste nur noch die restlichen drei Runden überstehen, um der neue WBC-Weltmeister zu werden. Das Ergebnis schien in der 12. Runde bereits festzustehen, bis Wilder aus dem Nichts eine rechte Gerade gefolgt von einem linken Haken platzierte und Fury dadurch für einen Moment scheinbar in eine andere Dimension schickte. Referee Jack Rice begann ihn anzuzählen und für viele schien er sich hierbei etwas zu viel Zeit gelassen zu haben und hatte ihm dadurch ermöglicht aufzustehen. Die Zuschauer waren schockiert darüber, dass Fury nach diesem Treffer überhaupt noch bei Bewusstsein war. Wie würden sich die Punkterichter nach diesem erneuten Knockdown in der 12. Runde entscheiden? Es schien, als hätte Wilder dadurch den Kampf wieder an sich gezogen. Doch die Entscheidung fiel anders aus. Zur Überraschung beider Athleten wurde der Kampf als unentschieden gewertet und Wilder blieb weiterhin Weltmeister und im Besitz seines Titels. 13 Jahre nach seinem Beginn im Boxsport stand Wilder mittlerweile als vierfacher Familienvater und Weltmeister am Höhepunkt seiner Karriere. Ein weiter Weg für einen Mann aus Alabama, der eigentlich nur verzweifelt nach einer Möglichkeit gesucht hatte, um für seine Tochter zu sorgen. Die Kritik um seinen oft seltsamen Boxstil wird ihn wohl für immer verfolgen, doch wer kann behaupten, dass er sich nicht jedem Herausforderer entgegengestellt und Kampfgeist bewiesen hat? Zum aktuellen Zeitpunkt bleiben nur noch zwei Namen, um die er sich kümmern muss, um zweifellos der König im Schwergewicht zu werden.
Ach, und eine Sache war dann noch nach dem Fury-Kampf. Wilder hit Brazil so hard,